kommen in der Hoffnung, das zu finden, was sie verloren haben. Oder es uns wegzunehmen. Kann beides sein, ich weiß es nicht. Also, das ist für mich sogar fragwürdig. Ich bin jetzt zwar nicht so ein Typ, der komplett in der Lore drin ist. Manche Sachen kenne ich trotzdem. Ich finde aber echt schade, dass sieht die so diese aus, die Gefallenen Rotlegion Story rausgebracht haben. Also weggemacht haben. Das ist so schade. Weil das war die beste Story überhaupt. Die hat so Spaß gemacht. Zum Glück gibt es ja noch welche, die das auf dem Kanal haben. Achso, ich muss da oben noch was aktivieren. Na, sag doch gleich. Sie ist durch eine adaptive Verschlüsselung gesperrt. Wir brauchen Zugangsschlüssel. Die Gefallenenberger haben vielleicht welche. AKA, wir müssen einfach nur diese Generatoren ausschalten. So, hier drüben ist schon mal einer. Obwohl, es sind keine Generatoren. Download active. Einen Schlüssel haben wir. Fehlen noch zwei. Immer diese drei Sachen, die man sich sammeln muss. Das ist so typisch Spiellogik. Alter, nachladen. Beim Jäger kann man, wenn man V drückt, kann man dann auch automatisch nachladen. Also man weicht aus und lädt automatisch nach. Und noch einer, der ist da hinten. Das schafft mir easy, ne? Kurz. Warten. Und jetzt. Easy. Weggeräumt. Also die Gegner sind ein Klacks. Die wir brauchen. Ich sollte die Verschlüsselung jetzt umgehen können. Jetzt lass dich mit meinem ekelhaften Moskito hier rumfahren. Der fährt sich richtig schlimm. Na gut, wir bekommen ja irgendwann einen Sparrow, meine Güte. Ich rede heute schon wieder viel zu viel. Kaugummi hilft da immer am besten. Schau, du hattest recht mit dieser Barriere. Die Gefallenen haben die Schar in Schach gehalten. Da steckt Maeve in größeren Schwierigkeiten, als ich dachte. Ihr müsst euch beeilen. Jetzt kommt, glaube ich, die Schar. Das ist eine mächtige Arkus-Energiewoge. Was auch immer sie verursacht. Selbst Teleports kommen da nicht durch. Genau, jetzt kommt die Schar. Die war früher für mich immer richtig Horror. Und sie wird auch hier ziemlich horrormäßig dargestellt. Schar-Kontakt. Guck, und die sehen auch echt gruselig aus. Ja, ihr Anführer ist die Hexenkönigin Savathun. Die werden mir dann auch in der Story begegnen. Und Savathuns ernster Feind war immer Sivo Arad. Weil Sivo Arad gegen die Hexenlogik gemacht hat. Also die Schar-Logik war ja immer so, wenn du nicht isst, also wenn du nicht Leute tötest, dann wird dein Wurm, der in dich ist, dich auffressen. Und deswegen mussten die Schar immer töten. Und das hat Sivo Arad halt umgangen. Oh, hi, Nabota. Tschüss. Es könnte noch Licht in ihrem Geist sein. Schon. Es tut mir leid. Wir sind zu spät. Das war ich auch. Cass, ich habe ihn nicht rechtzeitig erreichen können. Da war eine Scharhexe. Eine mächtige.
Wir haben es versucht. Das ist nicht eure Schuld. Ihr habt getan, was ihr konntet. Wir haben die Überreste von Maeves Geist. Das würde sie zu schätzen wissen. Ihr solltet jetzt... Begibt euch einfach zum Lager, bevor diese Hexe zurückkommt. Aber klar doch. So, Schnellreise. Es gibt noch keine Schnellreise? Was? Oh mein Gott, wie mich das hier schon wieder voll klatscht, Alter. Wenn ich das hier schon sehe, ich kann sie nicht löschen. Warte, nee, geht nicht. Geht das hier? Nee. Okay, das ist einfach da drauf. Schade. Ich werde wahrscheinlich auch in... beim nächsten Mal, wenn ich wieder hier reinkomme in das Spiel, werde ich wahrscheinlich wieder vollgeballert mit den ganzen Sachen, weil wenn immer eine neue Season oder eine neue Erweiterung kommt, dann wirst du in diese Einführungsquest reingebracht, ohne dass du es willst. Einfach so, du kommst ins Spiel rein und dann bist du auf einmal in eine Mission reingebracht. So, warum kann ich nicht einfach selbst wählen? Warum muss das Spiel extra mich da reinbringen? Weißt du, wie nervig das immer ist? Naja, das werde ich dann rausschneiden. Selbst das Licht hat Grenzen. Manchmal kommt man nicht zurück. Was du gesehen hast, war eine Scharhexe namens Navota. Ich habe den Scharbefall unterschätzt und war nicht genug vorbereitet. Jetzt ist es zu spät. Maeve und Cass kannten das Risiko. Erweisen wir ihnen Ehre, indem wir es zu Ende bringen. In einer versiegelten Kammer in der Nähe ist ein Supraleiter aus dem goldenen Zeitalter. Die Vorhut sagt, wir können eine Waffe daraus machen. Das Problem ist, der Supraleiter sprudelt nur so vor Arkus-Energie. Man kommt nicht in die Nähe und kann das Schloss nicht öffnen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Irgendwas sagt mir, dass die Gefallenen sich mit der Infrastruktur hier auskennen. Das waren die Aufgaben meines Einsatztrupps. Jetzt sind es deine. Also, schüttel den Baum. Mal sehen, was runterfällt. Weißt du, wie unsympathisch dieser Typ ist? Echt? So, und jetzt gibt er uns die Aufgaben vom Team. Das macht jetzt schon den Typen richtig unsympathisch. Ah. In Ordnung. Die hätten wir hier alle Aufträge annehmen. Gab's denn hier nicht... Ja, hier gab's eine Truhe. Ich glaub... Ja, geil, direkt ein Waffenmeister in Gramm. Kann ich das nicht hier direkt öffnen? Ach nee, da muss ich zum Waffenmeister und da. Und da kommen wir eh nur nach der Story erst hin. Was kommen jetzt die Nähere mit den Reisenden? Stände das da wirklich? Warte mal. So, New Light. Ach, ich habe zwei Missionen. Kommuniziere mit dem Reisenden, um seine Lektion zu lernen. Ja, das machen wir erstmal. Und danach können wir die Hauptquest weitermachen. Ich habe immer noch keinen Sparrow. Ey, ich will die ganze Zeit Tab und E drücken. Mann. Wie schlimm das sich immer anfühlt. So, und hier liegen immer diese Ressourcen. Die hat man früher als Token benutzen. Ach, Alter, ich will auch einen Sparrow. Au, mein Fuß, Alter. Aber das war früher noch schlimmer. Zu Release zum Spiel, da hat man den Sparrow erst komplett nach der Kampagne bekommen. Meditieren. Wow, das nennt so meditieren. Man setzt sich doch anders hin. Aber okay. Mondkomplex. Ein Geschenk für dich. Ja, hier bringt uns der Reisende das Licht. Naja, ist eigentlich nur eine Show über unsere ganzen Fähigkeiten. Nichts Besonderes. Aber damit wir die Quest schon mal haben, können wir uns das schnell angeben und danach weitermachen. Zack. Geil, ich darf meine Fähigkeiten voll spammen. Ich mag sowas. Boom, alles explodiert. So. Geht durch. Weg mit den Schrott. Ah.
ekelhaftes Zeug. So, meditieren. Was gibt es mir jetzt? Wow, nichts. Boah. What the fuck? Alter, was war das denn? Du wirst entkommen. Da bin ich mir nicht so sicher. Okay, ich gehe einfach hier durch und dann... Wow! Alter, wisst ihr, wie knapp das war? Bam, aus dem Weg, Alter. So. Wollen wir denn die nächsten Lichtquelle? Ich brauche noch eine Lichtquelle. So, dann gehen wir hier durch. Und hier. Der Falterhof. Ah, guck, hier ist die nächste Lichtquelle. Meditieren. Oh Gott, wir müssen 5 Lichtquellen finden. Wird einfach. Gut. Mach schon mal die nächste. Dann packe ich hier mal meinen Sniper hier raus. Die ist hässlich. Bäh. Guck dir das Ding an, Alter. Ich kann auch no-scopen, warte. 360 no-scope. Ah, oh, schade. Pisst euch, die ekelhaften Viecher. Geht mal duschen. Ihr stinkt. Das tut ihr wirklich. Und dann meditieren wir hier nochmal. Wie schön. Jetzt hier komplett runter. LOL! 3 Ritter auf einmal. Und schon mal die 4. im Bunde. Ist das und das und das, jawohl. Ich finde immer noch diese Schauplätze von Destiny 2 sind so schön gelungen. Ich meine, wir sind hier in so einem russischen Kosmodrom und das hat echt geiles Feeling. Hab ich gerade 2-mal echt gesagt. Wisst ihr, wie kacke das klingt? Wisst ihr, wie scheiße das ist? Fahrt zur Hölle. Du auch, jawoll. Ich mag es wirklich die ganze Zeit, Fähigkeiten zu spammen. Und ich darf immer noch nicht meinen Sparrow benutzen. Gleich sind wir am Ende. Nur noch ein paar Mädels und noch ein paar Lichtquellen. Und dann haben wir es geschafft. Guck hier schon mal noch einer. Ah, ich sehe doch, wo es hingeht. Boom! Mach den Weg auf. Der Bus muss rein hier. Hallo? Geht doch. Rein in den Bunker hier. Und nochmal meditieren hier. Okay, wie viel muss ich noch meditieren? Oh, hi Leute. Hab ich euch gestört? Das tut mir leid. Oh, das tut mir wirklich leid. Ich würde es da mir gut machen, okay? So, haben wir es endlich. Das letzte Meditieren, die letzte Ruhestätte. Sprich mit Zorn. Hat echt Spaß gemacht, so
die ganze Zeit die Fähigkeiten spammen. Und wir haben noch 2 Beutezüge abgeschlossen. Okay, warte, ich habe keinen Bock zu laufen, deswegen schnell Reise benutzen. Ich rede heute irgendwie ganz komisch, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich war es gerade 10.39 Uhr. Ich finde hier beim Hutton müsste auch so eine Uhrzeit stehen. Nicht umsonst gewesen sein. Gemeinsam, Hüter. Shaw mustert dich von oben bis unten an, als du in den Aufklärungsposten kommst. Ich sehe, du hast Fortschritte gemacht. Ich wusste, dass es bald so weit sein würde, aber es ist doch erstaunlich zu sehen, wie viel du gelernt hast. Er lächelt. Es ist noch nicht lange her, dass du frisch aus der Erde kommst und nur ein rostiges Gewehr hattest. Jetzt bist du auf dem Weg, die Mächte des Lichts zu beherrschen. Ikora sollte dich besser in Auge behalten. Richte ihr das aus, wenn du sie das nächste Mal in der Stadt triffst. Shaw blickt auf seinen Umhang hinab, deswegen aufgeschnittene Stelle frisch genährt ist. Vergiss nur nicht, dass diese Macht ihre Grenzen hat, Hüter. Behalte deinen Geist immer in deiner Nähe. Ja klar. Das musst du mir vor allem sagen. Ich will nur nicht spoilern, was der uns noch in dieser Einführungsquest macht. Aber es ist nicht schön. Oder einen Schrott hier mal weg. 9 Raketenwerfer und können den alten schon mal wegmachen. Genau wie diese Schrotflinte. Wir dürfen nochmal 2 Artefakte rausholen. Oder nee, es sind ja die Mods. Und wir müssen. Wo ist denn die Quest? Ja, setze die Hauptquest fort. Ah ja, stimmt, den Datenschrott müssen wir jetzt sammeln. Ich weiß nicht, mache ich das hier oder. Beim Event wird das eigentlich gut. Das startet sogar direkt gleich mal. Also sehen wir uns gleich auch. Hui. Da kommen die Gefallenen. Ich orte einen gefallenen Skiff, das sich in deine Richtung bewegt. Wahrscheinlich ein weiteres Glimmer-Extraktionsteam. Das ist auch überhaupt nicht zu sehen. Und auch nicht zu riesig. Für diese Extraktionsmission. Okay, ich hör auf. So, kommen alle her. Ich mach mal meine Ulti hier. Alle wegballern. Dich weg hier. Hier die Schneebälle von der vom Weihnachtsevent. Das, was jetzt, wo ich das Video hochlade, überhaupt nicht mehr relevant ist. Wahrscheinlich auch gar nicht mehr da ist. Kriegen wir hier eine neue Robe. Ja, wenn es besser ist, nehme ich es auch. Oh, hi. In den Ungnaden. So. Nehme ich. Und wir haben auch geschafft. Gut. Suche schon in seinem Lager auf. Ist ja nicht schwer. Steht da ja. Überhaupt nicht offensichtlich darum. Ich schmeiß dir einen Schneeball in die Fresse. Laut dem Plan, den du gefunden hast, ist das Energienetz mit einer stillgelegten Kommunikationsmatrix verbunden. Die Matrix würde jede Menge Saft ziehen. Allerdings ist sie offline. Wenn wir sie aktivieren, beenden wir die Überladung und können zum Supraleiter. Wir müssen sie allerdings von 2 Orten aus gleichzeitig starten. An der Matrix selbst und an der Energiestation. Dummerweise spukt Navota auch noch hier rum. Also, pass gut auf dich auf. Ich werde heute keine Hüter mehr verlieren. Ja, klar. Der Plan, den du sichergestellt hast, bestätigt schon Vorhaben. Es gibt eine stillgelegene Kommunikationsmatrix in einer nahegelegenen Anlage. Wenn du sie reaktivierst, könnte sie die Energie des Superleiters ausgleichen, wo der Überfluss an Argus-Energie gestoppt würde.
Sean muss die Steuerung am zentralen Energienetz übernehmen, während du die Matrix aktivierst. Eigentlich ist das ganze Vorhaben komplett unnötig, weil die Matrix komplett veraltet ist und das Anschalten der Matrix nur alles wieder schlimmer macht. Aber wir kriegen unsere erste legendäre Waffe. Was jetzt nichts Großartiges ist. Aber trotzdem geil. Ja, dann let's go. Warte mal, ich will dir mal mithelfen. Wartet mal, Jungs.